Lieber Magicians Game-User, zunächst einmal wünschen wir Ihnen ein frohes und hoffentlich gesundes Jahr 2021. Kaum war der Jahreswechsel vollzogen, schon ging es am ersten Wochenende in der Tischtennis-Bundesliga wieder rund. Zum Abschluss des 12. Spieltags stehen sich heute Abend noch der TTC Neu-Ulm und der SV Werder Bremen gegenüber. Nach den Ergebnissen vom Sonntag dürften die Ulmer den Atem von Saarbrücken und Bad Königshofen im Nacken spüren. Für den TTC geht es darum, den Playoff-Rang 4 zu verteidigen. Davon sind die Bremer noch ein gutes Stück entfernt. Der Vorjahreshalbfinalist läuft den eigenen Erwartungen ein Stück weit hinterher, hat die letzten zwei TTBL-Spiele verloren und geht deshalb als Außenseiter in die Partie. Die krassen Underdogs sind im Pokal nicht mehr mit dabei. Ebenfalls in Neu-Ulm kommt es am Samstag zum Showdown im Final Four-Turnier der Herren. Die Ratio Farm Arena ist zum sechsten Mal in Folge Schauplatz der Veranstaltung. Wer schnappt sich den ersten Titel des Jahres? Vier Bundesligisten kämpfen zunächst um den Finaleinzug. Lokalmatador Ochsenhausen trifft auf den TTC Schwalbeberg Neustadt. Titelverteidiger Grün-Wettersbach bekommt es mit Borussia Düsseldorf zu tun. Dan Q und Ricardo Walter spielen jeweils gegen den Verein, für den sie ab Sommer aufschlagen werden. Sport 1 überträgt das große Finale ab 15.30 Uhr live im Free TV. Spannend wird es einen Tag später auch bei den Damen. Nachdem die ursprüngliche Ausrichtergemeinschaft von TTC Helga Hannover, Badenstädter SC und SG Miesburg die hohen Hygieneauflagen nicht erfüllen konnte, wird das Event nun in der Sporthalle am Anton-Sefko-Platz in Berlin-Lichtenberg ausgetragen. Nach dem Triumph 2020 in Pforzheim ist Gastgeber TTC Berlin-Eastzeit Pokalanwärter Nummer 1. Der SV DJK Kolbermoor, der TSV Schwabhausen sowie Erstliga-Aufsteiger ESV Weil werden etwas dagegen haben und wollen den siebten Pokalsieg der Berlinerinnen verhindern. Das einzige Ligaspiel auf nationaler Ebene findet ebenfalls in der Bundeshauptstadt statt. Vor der ESV Weil im Pokalhalbfinale am Sonntag zum zweiten Mal gegen den frisch gebackenen Champions-League-Sieger ran muss, kommt es am Samstagnachmittag zum ersten Aufeinandertreffen in der Damen-Bundesliga. Wir halten Sie auf MyTischTennis.de auf dem Laufenden und wünschen Ihnen eine sportliche Woche.